So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Ihr seht schon in der Beschreibung, das ist ein Standard-Showdown-Booster. Standard-Showdown, das erste Mal, dass sie diese komischen Booster-Packs rausknallt haben. Jetzt nicht von Guilds of Ravnica, sondern generell bei Standard-Showdown war das erste Mal, dass sie solche Booster hatten. Davor war es immer Promos, als es Standard-Showdown noch gab. Ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch Standard-Showdown gibt. Mittlerweile gibt es ja noch die Promo-Packs. Wenn die dafür rausgehen soll, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Standard Showdown ist eingestampft worden. So, Standard Showdown Guilds of Ravnica. Gucken wir uns mal an. Ich sehe da schon ein ultra krasses Teil. Für mich zumindest. So, wir haben... Was war bei Vixitit? Asma die der Dire. The Dire. Ja, ist ein Elder Dragon. Anscheinend. 6 Mana, 6, 6 fliegend. Und wenn er angreift, wählt man für jeden Spieler ein Permanentes, das er kontrolliert. Dieser Spieler opfert diese Permanente. Und jeder Spieler, der diese Permanente auf diese Weise geopfert hat, durchsucht sein Deck nach einer Karte. Nee, deckt die oberste Karte seines Decks auf. Und putzt sie ins Spiel, wenn es eine Permanentenkarte ist. Das ist an sich ganz cool, gerade im Commander. Das ist schon cool. Das ist wirklich cool. So, dann haben wir Light of the Legion, 6 Mana, 5, 5, fliegend Mentor. Und wenn er stirbt, legt eine +1/+1 Marke auf jede weiße Kreatur. Oha. Auch keine schlechte Karte. Dann haben wir einen Mountain. Ja. Über mir wird gestaubsaugt. Und ein Diagrave Ghoul aus M19 in Foil. Kommt getappt ins Spiel. Ein schwarzes Mana, 2, 2. Ja. Das mag ich an den Showdown-Boostern, die gehen relativ schnell, also kann ich mehrere Videos in einem Abend aufnehmen. Und dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Apex 8. Ciao, ciao.